Sehr geehrter Herr Ackermann, nun ist es ja so, dass viele Ihrer Investmentbanker und noch schlimmer in den USA in einem halben Jahr das verdienen werden, was der Durchschnittsdeutsche noch nicht mal in seinem ganzen Leben verdienen wird. Ich frage mich immer, wo bleibt da noch der positive Anreiz, Risiko zu vermeiden, wenn man so schnell seine Schäfchen ins Trockene bringen kann? Vielen Dank.